Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu WoW Classic. Ja, beim letzten Mal hatten wir eine, ich sag mal, erfolgreiche Session. Wir haben viele Quests abgeschlossen hier im Rotkammgebirge, haben noch eine abzugeben. Und das wollen wir heute eigentlich auch angehen. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes tun. Wir können uns nach wie vor die Schattenfell-Anhänger angucken. Ich denke mal, das wird sich sogar am besten anhören. Und dann gucken wir, vielleicht kriegen wir ja sogar eine Gruppe zusammen, um die Quests hier zu erledigen. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Zunächst geben wir erstmal das Kopfgeld ab. Bekommen 18 Silber. Können wir gut gebrauchen. Können wir immer gebrauchen, sage ich mal. Und dann schauen wir mal weiter. Ich würde mich heute echt mal auf die Schattenfell-Anhänger stürzen. Ich weiß dann auch, in welche Richtung ich Ehren, muss. König, Freund. Wie ich sehe, habt ihr tapfer gegen die Blackrocks-Clan gekämpft, Jäger. Ihr habt unseren Ort wahrlich einen großen Dienst erwiesen. Für die Allianz. Wunderbar. Gut. Also wir gucken heute mal erstmal die Schattenfell-Anhänger und dann gucken wir. Ja, als nächstes, das nächste Questgebiet, was theoretisch auf unserer Deadline wäre, wäre das Dämmerwald, gutes Deutsch, der Dämmerwald. Der würde jetzt eigentlich als nächstes folgen nach dem Rotkammgebirge, wenn man hier alle Quests abgeschlossen hat. Aber hier brauche ich halt einfach nur ein paar Leute, die mir eine Gruppe bilden. Ne? Leutnant Fango ist auch. Fangos Tatze. Der befindet sich. Zeigt er mir jetzt gar nicht an. Wo findet sich denn Leutnant Fangor gewesen? Nochmal. Ach doch, hier hinten. Also der befindet sich auch zwischen den Schattenfell-Anhängern. Ich könnte jetzt erstmal versuchen. So, mal gucken. Das ist jetzt sehr allgemein geschrieben, aber mal gucken. Vielleicht finden sich Leute. Es sind eigentlich drei Gruppenquests, aber Leutnant Fango ist auch einer. Wenn wir die heute abschließen mit dem Gesetz von Solomon, werde das perfekt in die Gruppe einladen. Wie ihr gerade sehen konntet, habe ich mir eine neue App installiert. App, sage ich schon. Ich bin völlig Banane heute. Ein neues Add-on. Das nennt sich Vim und das habe ich installiert, weil sich das einfach besser damit chatten lässt. So, das ist ein Druide, Stufe 24. Klingt erstmal gut. Bis wir dort drüben sind, dauert es auch ein bisschen. Wir müssen uns jetzt erstmal hier durchkämpfen, so ein bisschen. Und der gute Druide wird sich auch erstmal auf den Weg begeben müssen. Oh. Wir posten nochmal, vielleicht haben wir Glück und es meldet sich noch jemand. So, hier haben wir zum Beispiel einen anderen Jäger. Der hat einen Löwen. Und zwar hat er diesen Löwen höchstwahrscheinlich aus dem Brachland. Zumindest denke ich das. Und so wie es aussieht, hat er auch kein Interesse an der Gruppenquest. Er kommt nämlich gerade von dort. So, Vendris. Wir fragen einfach mal. Sehr schön. Einladen. So, jetzt sehe ich gerade, wir können hier nicht alles sehen. Das heißt, wir müssen ein bisschen genau die Party verschieben.
Okay, der eine ist Heiler, der andere würde Tank machen, wenn wir noch einen DD finden. Wenn man so schreibt, dass man schon zu dritt ist, dann sieht es meist gar nicht so schlecht aus. Da melden sich eher Leute. Denke ich zumindest. Das ist einfach mal eine Vermutung. Aber jetzt haben die beiden mich in der Zwischenzeit sogar schon überholt. Ja, das hat auf jeden Fall super geklappt, der Plan. Das heißt, wir werden heute mal versuchen, die Gruppenquests zu erledigen. Wunderbar, das hat ja super funktioniert. Da muss immer noch ein kleines Stückchen rüber. Aber der ist nur Stufe 20, aber das ist egal. Noch ein Damage steht da, dann passt das. Zwei DDs, ein Heiler, ein Tank. Super. Noch ein DD wäre perfekt, aber ist in Ordnung. So, wo befindet sich der Schurke? Oh Gott, der befindet sich auf der anderen Seite. Oh je. Gut, dann müssen wir mal gucken. Kann der sich vielleicht rüberschleichen? Das ist nämlich jetzt echt ungünstig. Die können sich unserer Gruppe nicht anschließen. Okay, hier ist schon eine Gruppe unterwegs. Das könnte jetzt natürlich kompliziert werden. Na gut, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie es sollte. Das lädt immer noch auf. Ich bin außer Reichweite. Aber es klappt super. Noch nicht wirken. Den Mehrfachschuss. Wir hatten das, glaube ich, letzte Woche schon, dass ich mir den Mehrfachschuss eigentlich aneignen wollte. Aber die scheinen sich jetzt zu verpieseln, wenn wir Glück haben. Dann können wir uns hier nämlich bereit machen. So, 9 bis 18 Schaden. Ja, das haben wir schon. Ah, Mist, ich weiß genau, was die für eine Quest jetzt gerade machen. Die haben wir noch nicht. Das ist ärgerlich. Und zwar ist das die Quest, die man in hier im Turm bekommt. Die habe ich nämlich noch nicht geholt. Ich habe kein Ziel. Ah nee, das ist sogar Folgequest, ne? Was warten wir jetzt eigentlich? Wir sind doch vollständig, oder? Wobei der Schurke fehlt immer noch. Naja, egal. Gut, wir werden diese Quest wahrscheinlich nicht mehr machen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit.
Aber der Schurke ist gestorben. Das heißt, er ist nicht erfolgreich dadurch gekommen. Aber das ärgert mich jetzt natürlich. Wir hätten jetzt hier natürlich schon mal was machen können. Weil sie sich jetzt nichts holen. Aber gut. Wie gesagt, die Quest, die man dort im Turm annimmt, die sagt, einmal geh zu dieser Statue, die wir auch gleich sehen würden. Und danach müssen wir diesen Turm hier erklimmen. In Umkehrschluss, das ist genauso wie der Rest eigentlich eine Gruppenquest. So, wo ist der Junge denn gestorben? Ja, irgendwie ist er hier gerade nicht gerade die größte Hilfe, muss ich euch sagen. Ich muss näher ran. Können sich unserer Gruppe nicht anschließen. Okay, der gehört schon zu einer Gruppe. Kann ich noch nicht wirken. Naja, man könnte sich theoretisch, wenn man sich richtig abstimmen würde, könnte man sich hier zusammentun, aber die wollen scheinbar nur den Leutnant machen. Oh, der gute Typ, den wir töten müssen, der befindet sich genau hier hinter der Wand. Aber irgendwie, was macht der Schurke denn da? Also irgendwie macht er da Blödsinn. Weil wir machen das hier gerade doch alleine, ohne ihn. Das klappt auch sehr gut. Ich habe eigentlich gedacht, dass der hier oben irgendwo gestorben ist, aber der rennt ja da hinten irgendwo rum. Ich habe mich übrigens verguckt, das ist kein Druide, das ist ein Paladin, den ich da. Habe ich jetzt auch gerade festgestellt. So. Was treibt der Schurke da? Der ist komplett woanders wie wir. Ach du Scheiße. Das könnte jetzt in die Hose gehen. Was zum Teufel? Warum kommt denn der jetzt auch? Das ist zu weit entfernt. Okay, das war jetzt nicht sonderlich erfolgreich.
Mit Stufe 20 turnt man doch auch nicht hier hinten rum, dieser Affe, ey. Wenn ich wüsste, dass die andere Gruppe auch noch diese Schattendinger macht und so weiter, dann hätten wir überhaupt nicht das Problem, aber... Das ist doof gerade. Das ist nicht schön. Naja, der Schurke war, wie gesagt, eh keine große Bereicherung. Der war irgendwie komplett auf der anderen Seite des Flusses. Also, keine Ahnung. Der hat überhaupt nichts gebracht. Ja, wir sind jetzt zu dritt. Wir könnten jetzt uns eigentlich der anderen Gruppe anschließen, aber es bringt uns nichts. Zwei Fangos Tatze ist echt kein Problem für uns. Bei uns sind die Elite-Typen das Problem. Und der Respawn, davon war mal abgesehen. Ja, wir suchen uns einfach nochmal. Vielleicht finden wir ja noch jemanden. So. Ich bin ja auch blöd. Wir haben ja den Mehrfachschuss. Wieso habe ich den noch nicht in der Leiste? Aber diesmal essen wir zu Ende, damit wir unser Buffwood endlich einnehmen können. Und warum ist der Paladin im See? Ich verstehe das hier gerade nicht mehr. What the fuck? Ah, jetzt kommst du aber hier nicht hoch, Kollege. Oh Mann, ey. Leute, das wird heute wieder eine lange Folge, das kann ich euch versprechen. Jetzt ist die Elite-Truppe wahrscheinlich wieder da, richtig? So, jetzt müssen wir erstmal unser Pet wegschicken. Das Pet-Pult nämlich. Und wenn wir ganz viel Glück haben, kommen wir... Wir kommen nicht durch. Och, Mann.
Ich muss näher ran. Die können sich unserer Gruppe nicht anschließen. Das lädt immer noch auf. Wir können niemanden mehr einladen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Mein Mana ist zu niedrig. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Thank you.
Das wäre Diebstahl. Ich muss zuerst etwas anvisieren.
noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Thank you.
Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit.
Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Kann ich noch nicht wirken? Ich brauche mehr Mana. Grüß die Nacht. Nicht genug Mana. Thank you.
Tschüss.